bevor das Video von Hungriger Hugo anfängt, ich sollte noch eine Nachricht an Monte ausrichten von Hungriger Hugo. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben. Monte, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Okay, genug. Das ist ein Fernseher, du Idiot. Wer ist er? Das ist ein Fernseher. Ich war selber da. Was labert der Typ? Schabernack, jetzt Video ab dafür. Nachdem ich mich gezeigt habe. Ganz ehrlich, ganz neutral, ich weiß noch nicht, ob ich Clips von ihm selber da drin gut oder schlecht finde. Er ist zurzeit Deutschlands YouTube-Shooting-Star. Ja, schauen wir das Video zu Ende, klar. Erstmal gucken. Ich find's nicht schlimm. Ich frag mich bloß. Ja, nee, alles gut. Macht Hugo jetzt immer Videos von sich selber rein? Haut Hugo jetzt sich selbst rein in die ins Ding? So abgehoben sein. Wie kann man so kaputt sein, dass du sagst, ich habe Videos geil geschnitten. Mama, bring mir Haargel mit vom DM. Ich gehe rein. Ich mach selbst. Ich mach mit. Ich mach mit. Ich bin auch ein Montana Black. Ich kann auch, wenn ich will. Ich mach mit, Mutti. Bring mir Haarspray mit drei Wettertaft. Ich mach mich hübsch. Andere machen für berühmt sein weniger. Der hat sich wenigstens hingesetzt. Weißt du mal, am Computer. Vati hat den Computer gekauft. Der hat sich hingesetzt im Kinderzimmer. Der hat die Hausaufgaben alles vernachlässigt. Der hat seinen Traum gelebt. Der ist reingegangen. Andere gehen zu Temptation Island und sagen: Siehst du, ich bin ein Star! Ich bin ein Star! Was für Star? Der musste diese scheiß Gespräche mit dem Vater führen. Komm zum Essen! Der kommt schon wieder nicht zum Essen! Komm zum Essen! Ich komm gleich! Jeden Tag die Scheiße! Versteht ihr das, was ich meine? Jeden Tag! Das ist er, gell? Ich korrigiere mich. Am liebsten würde ich nur Clips von ihm sehen. Ist jetzt super, 100 Subs, 200 Subs am Monat zu schenken. Aber wenn du ihm im Kopf bleiben willst, als Großzügiger, dann musst du dir schon mehr einfallen lassen, ne? Nö, der kriegt gar nichts mehr, hat schon über 3000 Euro bekommen. Hugo, was hat er bei uns letztes Mal gegiftet, Chat? 50? 50 Subs. Ich sag jetzt ab sofort, wir machen jetzt eine Rechnung, Chat. Wie viele Clips sind 50 Subs in einem seiner Videos von uns? Ein Clip, 50 Subs? Komm. Mal mitteilen. Nee, Moment, wir machen FaceTime-Call. Na? Hey! Moin. Da ist er doch, der neue... Was? Ich hab gesagt, du bist jetzt selber in den Clips, du willst selber ein Star sein. Du hast viel dafür getan. Du hast deinen Vater jedes Mal verwiesen, wenn er gesagt hat, komm zum Essen oder du bist im Kinderzimmer geliebt, du hast geschnitten, du willst ein Star sein. Du gehst die größere Karriere als Temptation Island Kandidat. Wir machen FaceTime-Call. Da ist er. Da ist Hugo für euch, Leute. Leute, ich spiele gerade ein bisschen FIFA. Ich wollte nur eins sagen, wir haben eine Rechnung gemacht, nur dass du es gleich weißt. Jeder Clip ab sofort 50 Subs. Ciao. Monte, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Ey, hungriger Hude, alter Hodenkobold. Ich hab mal kurz ein kleines Anliegen. Hör mal ganz genau zu jetzt. Bruder, wenn du noch einmal dein scheiß Gesicht in die verf***ten Videos reinmachst, werde ich dich sowas von wegbannen, Bruder. Alles klar? Ja, ja, ja. Ey, ist es wirklich? Jungs, freundlicher Hutensohn. Hugo, lass es. Und hör auf, dich selbst zu promoten, du selbst halt das Arschloch. Man muss halt einfach sagen, Hugo sieht halt einfach heiß aus. Nein! Honeymoon! Die größte Bestätigung, die der haben kann, dass gerade aktuell das heißeste Girl auf verdammt Twitch ihm sagt, er sieht heiß aus. Ey, das ist zu krass, ne? Es ist zu krass. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Danke, Isa, aber mein Herz schlägt nur für eine. Wer ist denn das? Hungriger Hugo! Hungriger Hugo! Ja, ich bin die hungrige Ida. Oh. Ellie! Klar? Wo bist denn du hungrig? Ach, ich bin immer hungrig. Was geht hungriger Hugo, Mutter? Was fällt dir dazu ein? Hungriger Hugo! Hungriger! Hungriger Hugo, was fällt mir dazu ein? Nix. Hungriger Hugo! Hungriger Hugo! Was heißt hungriger Hugo? Hungriger Hugo heißt Content von deinem Sohn klauen und deshalb hier mein Best-of zum neuesten Camp. Was für Saufcamp?
So ein Arschloch! Das kann nicht sein! Wie viel Clips denn mit meine Mutter so benutzen? Meine Mutter so benutzen! So benutzen meine Mutter! Spinnst du? Das waren jetzt schon 16 Clips. Was ist das für ein Bild, wie er mit meiner Mutter im Arm ist? Krieg ich meiner Mutter jetzt. Mutter, das ist hungriger Hugo. Der macht solche Internetvideos jetzt, wie er dich im Arm nimmt und sagt, er steht auf dich. Sag was! Meine Mutter ist im Urlaub am Gardasee. Aber das ist mir scheißegal. Bei 500 Subs kannst du mit meiner Mutter machen, was du willst. Komm. Was für Saufcamp! Ich schwöre euch, es war kein Saufcamp, war nicht. Wo war Saufcamp? Hier jetzt dabei sein. Jedes Los gewinnt. Für den einfachen Laien ist klar, wenn da welche mit dem Becher sitzen, dann Dings. Wenn jemand irgendwas Brennendes dran hat, muss es ein Joint sein. Das ist das einfache Denken. Das ist nicht dein Ernst. Was? Ich danke euch mal aus dem Witzgrill. Ich würde es euch sagen, wenn ich es wüsste. So? Ich würde es euch sagen, wenn ich es wüsste. Es war kein Saufcamp. Entzünde den Tornado. Ey, Jungs! Ey, Jungs, ich sag euch ganz ehrlich, Chat, jetzt mal ganz ehrlich. Eins in Chat, wenn es kein Saufcamp war. Jetzt mal ganz ehrlich, es war kein Saufcamp. Der schneidet das so zusammen, weißt du? Was für zwei? Der schneidet das so zusammen, dass man Leute jetzt sieht, wie sie eine Flasche in der Hand haben. Sag ganz ehrlich, Chat, es war kein Saufcamp. Und jetzt drehen. Shit. Oh, shit. Mach dich schon. Ey, Jungs! Mit Mucke. Ey, hat der schon wieder die Flasche in der Hand? Okay, Knossi, du hast recht. Es war kein Saufcamp. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es gab auch viele andere wunderschöne Momente als nur das Saufen. Alter, Paul einfach gepopelt oder was? Ich popel nie. Ich hab noch nie gepopelt, Chat. Ich hab noch nie mein Leben gepopelt. For example, my family is from Chile. My father is from Chile. And like, you want to call the people from Chile. Ja, das weiß ich noch! Kannst du die Hand? Genau. Geiles Tier. Alter! Da war ich nicht dabei! Du Idiot! Wir sind für die Tiere. Wir sind für das tierliche Wohl. Schick die Briefe an Mario Bart! Einfach mal kurz halten. Was halten? Die Fresse. Montes Polo mit dem Zweier, kannst du mich mal wieder sauber machen? Alter. Montes erster Bildschirm mit 2 Euro, der unter mir ist nicht der hellste. Ach, Digga. Montes Kamin über dem Aquarium mit dem Fünfer. Yo, leg mal Holz nach, sonst wird's gleich kalt. Rentner frieren schnell. Montes Aquarium mit dem Zweier. Leg mal Holz nach, Bruder, wird kalt, Kappa. Ey, Bruder, also ganz ehrlich, also... Montes linker mit 2 Euro, kannst du mich mal kratzen? Montes rechter fühl mich vernachlässigt, kratz mich bitte auch. Montes mit 2 Euro, danke, dass du mich so oft abfeuerst heute wieder. Montes Käse mit dem Dreier. Montes Hüttenzähler, nehm mal die Hand von mir weg, ich schwitze. Ah, Monte, du bleibst immer nur Mütter. Du bist 33 und findest Mutterwitze lustig. Stimmt doch. Peinlich. Ida Klosala mit dem Fünfer, Hugo nehme ich auch für 50 Subs, liebe Grüße vom Gardasee. Jetzt reicht's! Meine Mutter Sprachnachricht, Ruhe. Dass wir das Thema auch komplett aufklären, Ruhe jetzt. Tja, der hat halt Geschmack. Super, toll. Der weiß, was gut aussieht. Fängt bei der doch mal an, die Fontanelle zu jucken. Stell dir vor, ich krieg einen kleinen Bruder. Nee, geht nicht. Meine Mutter hat die Gebärmutter raus. Geht nicht. Ach so, Hugo wäre mein Stiefvater. Ich bin schwer erziehbar. Bei mir kannst du permanent antanzen in der Schule. Hugo nehme ich auch für 50 Subs. Liebe Grüße vom Gardasee. Einfach dein Maul, du Sohn.
Stream geht live nach 9 Sekunden Stream. Schreibt Fortnite Kitty, habe gerade auf Fortnite gepisst. Fertig. Hi, ich bin Nico aus Mykonos. Wir machen hier gerade eine Dienstreise ohne Alkohol. Lol, das glaubt mir doch eh keiner. Mein Liebster! Mein Allerliebster! Oh, der ist schön. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ohne Scheiß, jetzt mal wirklich Real Talk. Diese Mykonos-Urlaube, ganz ehrlich, wer hat's verfolgt? Egal von wem. Wie viel saufen die? Jetzt mal ganz ehrlich. Die sind wirklich, da ist der ein oder andere, und ich mache mir echt Sorgen, zum Alkoholiker geworden. Wie kann man am nächsten Tag wieder, morgens schon? Wie geht das? Boah, also Mark Eggers ist wirklich ein Tornado-Talent, Digga. Das ist ein Tornado-Talent. Du musst es den Leuten zeigen. Ich bin ein Wie heißt der Schönling? Wie heißt dieser Schöne, auf den ich selbst auch stehe? Irgendwie schon fast, weil ich zu viele Insta-Stories gesehen habe. Wo ich sage, jawohl, dem leck ich einmal, komm. Oh, der ist schön, gell? Sag ganz ehrlich, Chat, der ist wirklich schön. Das ist der schönste von allen, oder? Doch nicht auf die Fitnessgeräte. Ich schwöre es euch, ich habe die komplette Motivation abzunehmen. Oh, Digga, Alter, ist dein Scheiß ernst, Mann? Fetter, ekelhafter Bastard. Digga, mit diesem fucking Monogramm, Digga. Wie seid ihr auf dem Monogramm? You don't have a plan on the show. Urlaubsphase auf dieser Plattform. Demnach. Ey, was ich auch nie verstanden habe, sag ganz ehrlich, Chat. Diese Frauen, die bei diesen Urlauben dabei sind, die bei Ron Bilecki, und der darf, klar, der geht darüber, der sagt, ich bin da. Ist euch das aufgefallen? Wer sind das? Was sind das für, ich frag für einen Freund. Jeder hat diese Freundinnen im Freundeskreis. Komm, wir spielen Flaschendrehen. Ja! Mit alles! Digga, ich hab so viel gesoffen, das muss alles abtrainiert werden. Aha, so ist die Gesamtsituation. Also. Okay, langsam wird's langweilig. Wir brauchen jetzt den einzig wahren Party-Löwen. Ich weiß nicht, wie man sich für 50 Ägypter bedankt. Oh, das ist wirklich von allen der asozialste Einzelchat. Also das ist wirklich ohne Scheiß. Wo du sagst, keine Ahnung, wer diese Gucci-Brille bezahlt hat, normal. Bist du hinten in der Ritze am Tresen, ein Zahnloch in der Front und sagst, ah, Herbert, lass uns würfeln um die Drinks. Lass uns würfeln, ich bin grad knapp. Oh, Junge, ja! Drei Jägermeister, zwei für mich, ein für dich. Schade, Rocky. Vielen Dank für den Fünfer. Ja, wenn ihr habt gehört, bei euch zu Hause läuft es nicht so. Böse Hugo macht bei euch zu Hause Drama. Komm doch zu mir, mal Lieber. Wir haben sicherlich zusammen ein paar schöne Momente, wenn du weißt, was ich meine. Hey, mein Lieber. Nicht wer ist denn Scheiderock? Der böse Hugo macht... Hört sich freundlich an. Scheidenrock. Bin momentan allein daheim. Ich schwör, gleich klingelt Handy. Ich sehe jetzt schon, wie gleich Handy klingelt. Mal test, ob sie Stream guckt, ne? Die ganze Bude, ich hab Sturm frei! Ich hab Sturm frei! Da ist er. Sag ich doch. 5 Sekunden später. Hallo? Hallo. Und wie geht's? Hast du ausgeschlafen? Natürlich, Handy. Sag mal, spinnst du eigentlich? Weil du jetzt sturmfrei hast, dass du machen kannst, was du willst? Ich mach doch nicht, was ich will. Ich habe an dich gedacht. Ah ja? Ich habe an dich gedacht. Na gut. Dachte mir, weißt, das ist die schönste Art zu kommunizieren. Wenn man sich blind versteht. Scheidenrock kam rein mit dem Fünfer. Schon wieder? Kennst du die? Nein. Okay. Tschüss, Liebe. Tschüss. Würde. So, Fabiole mit 50 Gifteten. Danke dir, mein Lieber. Wollen wir den Stream wieder ausmachen und saufen? Ja, das hört sich nach einem guten Plan an. Ein Plan, oder? Okay, das wird gerade bisschen zu wild. Ich glaube, wir cutten lieber von Ron weg. Nee. Digga, Ron, die ist fisch. Ich bin so schockt, dass die kurz nach meiner Mutter ist es. Ich schon so im Wahn! Kurz gedacht, meine Mutter steht da. Am Lago di Garda. Das fehlt noch, dass meine Mutter auf einmal in Mykonos. Tornado! Sicher, dass die was für dich ist?
Eigentlich wäre jetzt das Video fertig, aber ich habe noch keine Subs an Monte verschenkt. Diesmal gibt's stattdessen eine kleine Kampagne für dich, damit bei der nächsten Wahl nicht wieder so eine Kacke bei rauskommt. Eine Woche Wahlkampf in Deutschland. Ihr direkter Konkurrent um ein Direktmandat? Montana Black. Hier auf Tour zwischen Potsdamer Plattenbauten. Im Gespräch mit dem Wähler ergeben sich neue Einsichten. Ein paar Fragen auf entspannt loswerden. Wann wird die Autogrammstunde sein? Gar nicht, Digga. Diese Frage ist eine absolute Frechheit, ein kleiner Wichser. Ganze Piss, Digga! Und. Braucht Junge? Moment, Scheidenrock mit dem Fünfer Ruhe. Lia, mach doch kein Drama. Wir können auch gerne mal zu dritten etwas Spaß haben. Probieren geht über Studieren. Falls dir zu späterer Stunde langweilig wird, weißt du ja, wo du mich finden kannst, mein Hasipupsi. Sternchen. Frech, Schatz, frech. Wirtschaft findet vor allem in der Wirtschaft... Verpiss dich, Junge! Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank. Digitale Internet. Sag mal, du Pflaumpflücker. Das ist doch lecker nicht die Scheiße. Beim nächsten Mal einfach wieder 100 gegiftete Schaps und gut ist. Alter, was soll ich denn heute runterschreiben? Erste Kommentar. Mit meinem neuen Setup, ne? Freunde der Sonne. Alter, erste Kommentar muss gut überlegt sein, ne? Bam! Alge.